Brettspiele, ja. Bettspiele, hast du Ach, gesagt? Bettspiele. Du verstehst nur das, was du verstehen möchtest. Ja. Eine Zahnbürste, die teilen wir uns. Ach, so weit drüben geht's Das war auch nicht. Spaß. Hüsen lasse ich zu Hause. Ach. Was machst du mit mir? Bist du bescheuert? Scheiße. Oh Mann. Liege ich auf dem Boden. Immerhin auf dem Teppich. Also ihr merkt schon, uns wird es nicht langweilig werden. Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute ist ein Tag. Es hat nur geregnet, ich hatte auch einiges zu tun. Jetzt scheint aber auch mal die Sonne endlich, denn es war wirklich nur am Regen und es ist richtig kalt. Heute Morgen die Hände von Luisa, die waren so eingefroren, sie hat so geweint. Na, meine Mama, aua. Wollte gleich noch mit euch hochgehen. Genau, wollte euch was ja, erzählt haben. Das ist auch furchtbar. Wollen die Kinder einen Kakao? Wollt ihr einen Kakao, Kinder? Melina, Kakao. Wollt ihr Kakao? Auf der Erde. Melina. Was? Wollt ihr einen Kakao? Yes! Ich auch! Janu auch? Kakao? Das. Luisa auch. Ja. Die macht nur Quatsch. So, dann holen wir mal erstmal passen. Ich kann auch nicht. Ja, die Melina hat gerade Besuch von Freunden. Du Lecker, eine schöne Ah, oh, Margarita, kommt. Jan und deine Freunde kommen. Jan und deine Freunde kommen. Ja. Ob er jetzt immer noch seinen Kakao möchte? Schatz, deine Freunde sind da. Nee, Moritz. In echt? Weil Moritz nicht deine. Du bist doch schon mit Freunden. Ich gucke aber wer. Komm. Oder? Sie kommen hier wirklich hin. Ich hab das nicht drauf geachtet. Doch, bestimmt. Komm, geht mal weg von der Tür. Da ist Konsti. Hallo. Gianno. Er macht sich schon fertig. Er hat euch gesehen. Komm mal bitte rein, Melina. So, ihr geht rein, Mädels. Weil ich kann keine Tour machen. Ja, nimmst du deins auch mit, Gianno? Habe ich schon direkt erraten. Was hast du? Erraten, ja. Dann geh mal bitte andersrum. Gianno, komm von da, ja? Na komm. So, komm, Schatz. Viel Spaß, ja? Guck mal, dein Kekse, oder? Wollte er nicht mitnehmen. Ach, jetzt gerade ist er schon ein bisschen angenehmer. Aber trotzdem kalt. Aber heute Morgen, boah, lecco mio. Die fahren alle mit dem Kicker. Was? Viel Spaß! Passt auf die Straße auf! Ne? Was denn? Oh, ich sehe was. Ja, da wächst da was. Ja. Alles Mögliche kommt da, keine Ahnung was, aber ob es halt. Aber da steht doch was. Da steht Tomaten und. Ja. Was hast du da drauf Kürbis, geschrieben? Kürbis, Zucchini. Alles aufeinander. Mal gucken, was da rauskommt. Okay. Hier kommen auch schon so Kleinigkeiten da. Ganz klein, auch, ich glaube, das sind auch Tomaten und sowas. Hier ist Salat gewesen. Wir lassen uns überraschen. Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, die nehmen wir mal rein, oder? Von mir aus. Dann komm. Oder? Lauf hier mit. Hausschuhe rum, Mensch. So, also, ein Kakao weniger. Willst du denn was Warmes trinken? Garnitos. Ach, die Milch habe ich vergessen. Okay, ich trinke auch später. Ja. Ja.
Ja, die war ohne Pulli, ohne Jacke der eine. Ja, der ist aber immer so, ne? Auch wenn er ein großer, kräftiger war. Boah, es ist kalt. Ja, der Gianno hat sich sogar so ein kleines Halstuch mitgenommen, so ein Schal, aber eher so ein, ja, ein dünnes Tuch, ne? Kein richtiges Schal. Richtig krass. So, machen wir hier mal Kakao. Tschüss, Lärm. Ja, der wollte irgendwie nicht, der Dago. Der mag heute nicht essen. Ich weiß nicht. Ja, ich trinke den sogar sehr gut. Immer leer getrunken, du wolltest sogar mehr, habe ich das Gefühl. Aber ja, da sind halt so Nudelstücke und dann fängt er an, die so rauszuspucken. Also riecht so und fängt dann auch an zu würgen, ne? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe ein paar Mal versucht, aber so wirklich was davon gegessen habe ich nicht, ne? Nee. So. Boah, den Müll muss man mal hier raus. Ja. Ja, Plastik, ne? Es ist immer Plastik weg, aber irgendwie ist alles in Plastik. Ja. Aber echt. Ja. Was ist heute? Mittwoch. Mittwoch. Ja. Schreibe ich immer drauf. Ja. Wir haben so manchmal Momente, da trinken wir gar keine Milch. Bevor die dann da, keine Ahnung, eine Woche, 10 Tage auf ist, ne? Ist dann ja auch nicht gut. So hat die Mutti die Kontrolle. So. Das mache ich jetzt in der Mikrowelle einfach ein bisschen warm. Ich stelle die 3 rein. Und dann gehe ich mit euch hoch. Denn ich wollte mir was angucken und euch ja was erzählt haben. Das mache ich jetzt gleich in Ruhe mit euch. So. Dann wollte ich noch, wie heißt es? Ach, wollte ich gleich mit Caritos bereden. Ob wir Taschen mitnehmen für einen Urlaub oder einen Koffer. Wir wollten nämlich noch mal reinschauen, wie es denn jetzt ausschaut, ob wir denn jetzt Bettwäsche, also Bettwäsche sagte er schon, dass wir die mitnehmen müssen. Bettwäsche, ja, und wie heißt es, Bettlaken dann wahrscheinlich auch. Und Handtücher, erzähltest du ja was, ne? Ach, guckst du gerade, oder was? Nee, ja. Ah, okay. Ich weiß, dass das... Ja, aber du wolltest ja nochmal gucken, was genau, ne? So, genau, besprechen wir gleich mal in Ruhe und dann berichte ich euch auch. Genau, jetzt gehen wir mal hoch. Das bringe ich noch weg. Oder soll ich erstmal Kakao fertig machen? Doch, ne? Kann ich irgendwie fertig machen. Ich habe gar nicht gefragt, ob kalt oder warm. Aber lieber warm, ne? Was denn? Was ist das? Eine Fritteuse? Heißluftfritteuse. Die haben, sowas haben sie auch bei Action. Eine Zuschauerin hatte gefragt, ob wir sowas testen können. Ach so. Ja. Und ich, eine Freundin das hat aber so also eine. Im Grunde ist das ja einfach ein Ofen. Ja, so ähnlich, würde ich sagen. Die Lulu hatte sich gerade verletzt auf den Lippen, ne? Da ist ein bisschen Blut, ne? Und jetzt einen Kakao trinken? Ja? Kakao trinken? Soll ich dich tragen? Soll ich dich tragen? Komm, halt dich fest. Und? Oh, Lulu. Luisa möchte Kakao trinken. Komm, pass auf. So, vorsichtig. Guck mal hier vorne. Gut? Ach, vorsichtig, ne? So, den Löffel rausnehmen. Dann gehen wir mal hoch. Also, wir hatten jemand hier, der die Wartung gemacht hat. Wartung wurde gemacht, ne? Ja. Nur Wartung. Ja. Nur die Wartung, ne? Ja, das war nur eine Wartung. Okay. Die wird ja alle Jahre gemacht, ne? Ja. Genau. So, und da war jemand hier, hat alles geprüft und hat auch ein Teil ausgetauscht. Genau. Und meinte noch, es fehlt noch Solar. Wie war das nochmal? Solarflüssigkeit. Genau, da haben sie uns ein Angebot gemacht. Aber wir wollen das jetzt
haben es angenommen, so, haben dann angerufen. Gestern haben wir angerufen und oh mein Gott, nee. Das ist so krass. Also, angerufen, dass wir es machen wollen. Dann war ich gestern hier oben, oder der Carlos hat das so erst gesehen. Hier ist es am Tropfen und jetzt sehe ich gerade, hier ist alles pitschenass. Das ist alles pitschenass. Ich weiß auch gar nicht, woher das wirklich kommt. Boah. Nee. Und wir fahren morgen in den Urlaub. Wie denn bitte? Also so macht das keinen Spaß. Wir haben da nie einen Eimer hingelegt. Schaut mal bitte, wie viel Flüssigkeit da drin ist. Das ist krass. Der hat hier irgendwo dran gespielt, sage ich jetzt mal. Ja, also dran gefummelt, keine Ahnung. Ups. Und jetzt läuft die Flüssigkeit aus. Auf jeden Fall heute dann nochmal angerufen. Nee, gestern noch angerufen. Genau, da war eine Dame dran. Also der Carlos hat da angerufen. Sie sagte wohl, er könnte ja kurzfristig kommen, würde uns zurückrufen. Wir haben gestern den ganzen Tag gewartet auf diesen Anruf. Es kam kein Anruf. Und heute hat der Carlos dann da versucht, die ganze Zeit anzurufen. Da ging wohl auch jemand dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieselbe Person war. Ja, kann der Carlos, glaube ich, besser erzählen. Guck mal, wie viel. Oh. Ho, sagst du? Ja, ja, ist das nee, aber nicht ich hab krass? Ja gesehen. Da ist so eine Pfütze gewesen gestern schon und heute auch, ne? Also ist der. Ja, weil ich habe mich gerade erschrocken. Ist der überhaupt dicht unten drunter? Weil der Estrich ist komplett nass, ne? Da. Hast du gehört? Ja, das ist, weil er keins war. Komm, nicht anfassen. Das ist echt krass. So, wie war das denn jetzt? Es kommt keiner? Ja, die wollen mich anrufen. Der Typ soll mich anrufen. Der Monteur. Ich komme gleich, Schatz. Aber irgendwie kommt nichts. Ich habe dann heute mal angerufen gesagt, hier, wie sieht's aus? Ne, wir brauchen hier jemanden. Das ist mein Ja, die sind so beschäftigt, der meldet sich. Man kann genau, nichts machen. Erst die Notfälle. Notfälle da, Heizung aus und dies und das, so viel. Er wird sich auf jeden Fall melden, aber immer noch gar immer nichts. Immer noch nicht, ne? Also ich werde morgen wieder anrufen und dann nochmal sagen, du nicht. Weil wir sind ja, jetzt muss ja er kommen. Ne? Ja, und wir sind halt im Urlaub Ach, und es ist mal. Schon... Nein, hier, wie soll ich sagen? Warte, ein komisches Gefühl, so das Haus zu verlassen, oder? Also hat man das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich hoffe, zu Hause ist alles gut und das ist nicht übergeschwappt. Und nee, sowas mag ich nicht. Ich hasse es, wenn ich auf jemanden angewiesen bin, ne? Scheiße. Sieht echt viel schlimmer aus. Ich musste jetzt auch ein Handtuch da drunter legen, damit das nicht wieder in den Estrich geht. Den Eimer habe ich wieder da dran gemacht. Weißt du, was noch besser ist? Eine Zeitung eigentlich, kein Handtuch. Weil Zeitung zieht Feuchtigkeit. Ja. Das wäre noch besser. Mal gucken, vielleicht kann man es noch dazu packen. Ja. Wenn es halt nicht in Vor allem, wenn geht. Sie wirklich bis morgen nicht kommen. Ja. Ich muss mal überlegen, vielleicht müssen wir auch eher in diese Vessel, wie heißt das? Schüssel. In die ganze Schüssel. Größere Schüssel. Ja. Weil es kann nicht sein, dass wir nicht in den Urlaub fahren wegen sowas, ne? Und vor allem ist der Carlos sich eigentlich sicher, dass dass die einen Fehler gemacht haben. Ja, das war genau seitdem. Seit genau, war ja nie weil was. Die haben genau das umgetauscht, ne? Irgendein Dichtungs... aber der hat da geguckt und irgendwas gemacht auf jeden Fall. Aha, okay. Ja gut, wir wissen halt nicht genau, woher dieses Wasser kommt, ne? Der hat irgendwelche Dichtungen ausgetauscht, kann auch sein, dass das davon irgendwas, ne? Weiß ich nicht. Ja. Ich dachte erst, wäre die Stelle, wo wir ja vor ein paar Wochen noch hatten, ne? Und dachte noch, nein, weil da habe ich das ja repariert, auch selbst gemacht, weil ja jemand nicht kam, der kommen wollte. Und da haben wir ja jetzt eine andere Firma, das ist jetzt eine Firma, die halt hier die ganzen Häuser macht, ne? Die sind ein bisschen teurer, aber da habe ich zum Carlos gesagt, komm, wir nehmen die, sind bestimmt zuverlässig und ja, gut, die haben viel zu tun, aber es ist ja jetzt auch hier ein kleiner Notfall. Ich denke, das wäre schnell erledigt, ne? Das würde ja reichen, wenn man uns sagen könnte, ob das in Ordnung wäre, es so zu lassen. Das wäre ja schon eine Hilfe. Weil so, wir fahren in Urlaub und irgendwie, auch wenn es nur 4 Tage sind, aber irgendwie ist es die ganze Zeit im Kopf so, ist denn da zu Hause alles okay? Ne? Ach Kinder, wie spielt ihr denn? Alter, ich trinke deine Milch. Schmeckt gut. Nicht. Das ist komisch. Guck mal, was hast du gemacht?
Schule war ich das. Ich war das, ne? Dann kann man hier mal die Kamera kurz ab. So, Darius müde, der schläft bestimmt jetzt ein. Dann berichte ich mal, wie wir uns entschieden haben. Also, wir nehmen keinen Koffer mit. Das ist nämlich so ein Riesenkoffer, den wir mitnehmen würden. Kleinere, doch, haben wir auch, aber so viel passt da nicht rein. Also, wir müssen tatsächlich Bettdecke, Bettlaken und Handtücher und so ein Zeug mitnehmen. Das heißt, das ganze Auto geht vollgepackt. Genau, und den Kinderwagen wollen wir auch noch mitnehmen. Ich hätte als Alternative noch den, wie heißt es, die Trage. Aber ich glaube, Kinderwagen wäre schon praktisch. Ich weiß jetzt nicht, wie es da so vor Ort ist. Ja? Schon, ne? Ja, so viel Platz haben wir ja nicht. Den Buggy. Gucken wir mal spontan. Ja. Genau, also nach der Schule geht es ja dann direkt los. Aber wir nehmen die Kamera mit. Vor Ort kann ich jetzt schon mal nennen. Also es wird wirklich krass, das sage ich euch jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Ich habe kein Fernsehen da, das ist voll in Ordnung. Wir gucken kaum Fernseher. Wir haben aber auch kein Internet da. Das ist schon ein bisschen so ungewohnt für mich, weil ich brauche das auch zum Arbeiten oder auch mit euch, um irgendwie meine Videos hochzuladen und so weiter. Genau, auf dem Firmenhandy haben wir so ein bisschen Internet, aber es ist dann nichts, um die Videos hochzuladen. Da muss ich echt gucken, wie ich das mache. Also alles wirklich spontan. Genau, Samstag gibt es ja kein Video, aber für Sonntag sollte es auf jeden Fall was geben. Ich möchte euch da nicht ohne Video stehen lassen. Aber falls irgendwie Video später kommt oder so, dann wisst ihr halt Bescheid, ne? Wisst ihr wenigstens warum, weil wir da vor Ort kein Internet haben. Und wir werden auch nicht mit Handys die ganze Zeit sein. Also wirklich, wir sind für die Kinder da. Ja, kein Fernsehen, kein Internet, kein gar nichts. Ja. genau, wir haben uns dafür entschieden, dass wir keinen Koffer mitnehmen. Wir nehmen einfach Taschen. Also jeder nimmt so seine Tasche mit. Und die Bettwäsche, ich glaube, da nehme ich einfach so eine robuste Mülltüte, nennt man die so, Mülltüten, ja, so Säcke, so richtig robuste, da kommen die einfach rein und wir haben uns dafür entschieden, dass wir die so nehmen, wie sie gerade hier drauf sind, also ich habe die erst vor ein paar Tagen frisch gemacht, ich weiß gar nicht, 3 Tage, ist egal, auf jeden Fall, wir nehmen die, die drauf ist, mit und wenn wir dann wieder zurück sind, wird erstmal die ganze Bettwäsche gewaschen, ne, von den, also die ganzen Bettbezügen von den Kindern, von uns. Ich sehe jetzt schon, wie die Maschine nur am Rollen ist, am Arbeiten ist. Genau, also das mag ich ja dann gar nicht. Ich muss erstmal alles wieder frisch waschen und so weiter. Ja, aber das ist dann halt so der Plan, genau. Vor Ort, ich weiß noch gar nicht, was mich so alles erwartet. Wasserkocher haben wir schon, ne? Ja, dann würde ich ihn lieber mitnehmen. Oder du guckst nachher nochmal in Ruhe am Abend. Oder wir. Ja, weil der ist ja schon nötig. Aber wir haben leider keinen Backofen und keinen Herd. Das ist halt total blöd. Ich dachte, Selbstverpflegung. Das ist natürlich blöd. Aber gut, dann haben wir wirklich, haben die Kinder wirklich 100% unsere ganze Aufmerksamkeit, weil wir auch nicht kochen müssen. Wir müssen gar nichts, wir werden arbeitslos sein, ja, also wirklich nur für die Kids. Aber Carlos hat schon gesehen, vor Ort gibt es ja ganz viel an Auswahl und auch außerhalb. Man kann ja auch rausfahren, ne? Hast du ja erzählt, ne? Ich rede gerade übers Essen, die haben ja da vor Ort einiges und auch außerhalb wäre ja auch kein Thema, ne? Aber einen Kühlschrank haben wir, sagtest du. Genau. Dann werden wir da in der Nähe, Carlos hatte was rausgesucht, ich weiß gar nicht, Lidl oder was sagtest du? Dann werden wir da auch einkaufen gehen, ein paar Joghurts, ein bisschen Obst und nur sowas eben. Genau. Dann wisst ihr schon mal so ein bisschen Bescheid. Aber ja, wie gesagt, ich filme natürlich alles mit. Und wenn ich dann wieder Internet habe, falls es nicht funktioniert, dann kommen die Videos nach und nach. Genau, 4 Tage. Ja, ich hoffe, dass die Kinder unfassbar viel Spaß haben werden, dass es sich gelohnt hat und ich muss mal gucken, ob ich vielleicht doch irgendwas mitnehme, ein bisschen was häkeln oder so.
Die Kinder, die schlafen um 7:30. Und was machen wir dann? Irgendwas. Wir nehmen Brettspiele mit. Wir spielen Mensch, ärger dich nicht und sowas. Brettspiele? Brettspiele, ja. Bettspiele. Ach, Bettspiele. Du verstehst nur das, was du verstehen möchtest. Ja. Ich habe gesagt Brettspiele, wie Bettspiele. Das kann man machen im Garten oder so. Was kann man im Garten machen? Ich habe gesagt, das kann man machen, Brettspiele. Bettbrettspiele. Reden wir ganz voneinander weg. Ich dachte, du redest, wir können Bettspiele im Garten machen. Ah, jetzt hast du mich zum Lachen gebracht. Also ihr merkt schon, uns wird es nicht langweilig werden. Der Carlitos. Ah. Ja. Oh, Luisa, hast du schon deine Tasche eingepackt? Ja, dreh dich mal um. Darf ich zeigen? Die Lu ist bereit. Oh, mein Mädchen. Mimi. Die Mimi ist da drin. Ja. Kommt die mit? Ey. Oh mein Gott, ihre Mimi kommt mit. Melina, ein bisschen ruhiger. Melina, was schreist du denn? Bist du auf dem Flohmarkt oder was? Mimi. Wer will was einkaufen? Mama, komm, Mimi. Oh, die Mimi ist da drin, süß. Die kommt da mit Tasche. Mimi. Mimi ist drin. Ah. Hauptsache ihre Mimi. Da müssen wir noch viel mehr rein, Luisa. Haargummis, ja, Unterhosen, Socken, Klamotten, Zahnpasta, Zahnbürste, Kamm. Also wir haben noch gar nichts gepackt. Ja, aber ich wollte gleich, oder ne, heute Abend eher schon mal die Sachen rausnehmen. Ich zum Beispiel werde hier diese große Tasche mitnehmen, jawohl. Die ist richtig gut, ne? Das ist diese von Oliver Mark. Die ist groß und ja, die nehme ich mit. Genau. Ja, ich hoffe, dass die Fahrt angenehm wird, vor allem für die Kinder. Sind ja doch ein paar Stunden. Das ist schon mal so der Vorgeschmack für unser Sommerurlaub. Ne? Denn da fahren wir, keine Ahnung, 7-mal so lang. Hm? Nee, noch länger. 8. 16, 24. Wer weiß, ja. Na, genau so lange nicht. Wir keinen ganzen Tag fahren. Man weiß nie, ja, ja. Und wir dürfen halt nichts vergessen, aber gut, 4 Tage. Ne? So. Ja, ich überlege gerade, ob ich das Video beende. Denn ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Ich muss die Sachen schon mal einpacken, also das, was schon mal geht. Ne? Zum Beispiel für Dario kann ich ja schon mal alles machen. Und für die Kinder, ja toll, also warmes Wetter werden wir jetzt nicht haben. Trocken schon, meinte Carlitos. Aber da müssen wir gucken, dass wir, ja, Kleider und so brauchen wir nicht mitnehmen. Ne? Ja, ich glaube, ich fange jetzt an. Denn der Dario, ich glaube, der trinkt noch. Und schläft. Mhm. Oh, er schläft. Also hat man jetzt ganz viel Zeit. Ja, auf dem Bett. Nicht Bett, Sport. Hier, einpacken. Mhm. Sachen einpacken. Also ich werde kaum was mitnehmen, sage ich, ne? Hast du gehört? Was denn? Ich werde nicht viel mitnehmen. Einmal das, was ich anhabe und dann noch so zwei Hosen, zwei Oberteile fertig. Das reicht doch. Ja, und für die Kinder werde ich es genauso machen, oder? Ja. Na, da kann man nämlich auch vor Ort basteln und so weiter. Vielleicht sollte man ein paar Oberteile mehr. Falls ihr mit Farbe oder so. Mhm. Aber ich denke, das reicht ja schon, dass wir Bettdecken und Handtücher mitnehmen müssen. Mhm. Dann brauchen wir nicht noch ganz viel Klamotten mitnehmen, ne? Ja. Und die Kinder brauchen eher ein bisschen mehr wie wir, aber wir brauchen ja nicht viel, ne? Ja. Wir nehmen eine Zahnbürste, die teilen wir uns. Ach. So, übertrieben das jetzt war auch Spaß. Nicht. Hüsen lasse ich zu Hause. Ja. Was machst du mit mir? Bist du bescheuert? Scheiße. Oh Mann. Lieg ich auf dem Boden. Immerhin auf dem Teppich. Auf dem Teppich, ja. Hast super hinbekommen. Wer hebt mich wieder hoch? Ah, es juckt hier im Rücken. Wer kratzt denn mal hier? Muss man. Was muss man? Abendessen.
Ach so, ja, die Zeit, die vergeht aber so schnell, ne? Ach, und noch was, bevor ich beende. Ich habe so ein Pinöckel gekauft hier, was man unter die Kamera im Pinöckel. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Stativ? Ne, das ist ja was zum Hinstellen. Einfach nur so ein Ding, was man da dran schraubt an die Kamera. Pampel oder sowas? Pampel? Irgendwie sowas ähnlich. Echt? Ein Pampel? Irgendwie so einen Namen. Okay, haben wir auf jeden Fall gekauft bei Mediamarkt. Sollte aber schon am Dienstag kommen. Ja. Und die meinten, nein, Verspätung erst am Donnerstag. Und jetzt hoffe ich, dass die früh kommen. Das wäre cool. Ich bin nämlich gespannt. Wir waren nämlich bei Mediamarkt. Wir haben euch ja mitgenommen. Vor ein paar Tagen. Und da war ja sowas. Ja. Das fand ich so cool. Und ich meinte, Carlos, das nehmen wir mit. Und er meinte, ja, machen wir. Und dann wollte ich es mitnehmen. Da waren drei Stück, aber die waren offen, nicht eingepackt. Und dann meinte der Herr, nee, das gehört hier zur Ausstellung. Und die gibt es dann gar nicht. Das war wirklich nur für die Ausstellung, ne? Aber wir haben ja sowas Ähnliches gefunden. Ja, auch in der Marke. Ne? Ja, bin gespannt. Ich zeige euch das dann. Und dann habe ich die Kamera nicht mehr so, sondern so. Dann seht ihr viel mehr vom Raum und von mir. Ne? Ist auch viel besser. Also manchmal, ich erschrecke mich manchmal sogar, weil wenn es in der Tasche liegt oder so, dann ist es manchmal so, Moment, das Ding dreht sich hier und dann mache ich manchmal die Kamera an und dann bin ich so. Ich habe mich auch sogar schon mal erschrocken. Dann habt ihr nicht nur meinen Kopf, sondern ne, so viel mehr vom Raum. Und auch der Arm ist nicht mehr so krass sichtbar, weil das so hier unten, also ist das nicht hier so. Und ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so krass anstrengend für mich, weil die Kamera ist schon recht schwer und links kann ich ja gar nicht so lange, ne, weil er hier kaputte Arm. Und der rechte, das kann ich schon, aber ich denke, das ist schöner, angenehmer und so weiter. Genau, so, jetzt wollte ich aber hier das Video beenden. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.